Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge LS19 auf der Oberbayern zusammen mit dem Paul, dem Krieger und dem Max. Moin. Hallo. Hallo. Wir starten mit der Karottenernte für die Schweinchen. Mal gucken, wie viel 1000 Folgen wir dafür brauchen. Seid gespannt. Es sieht auf jeden Fall interessant aus, wie die Karotten in den Panther gehen. Sieht man ja nicht so oft Karotten, ne? Nee, ich wüsste auch nicht, dass sie so geerntet werden. Doch, klar, Paul. Doch, im LS19 schon. Ja. Da ja hier Lucky zum Abfahren meinen Traktor hat, fahre ich heute Luckys Traktor. Ich brauche nicht zwingend deinen zum Abfahren. Leider ist das aber so. Abfahrer. Ja, da steht aber meiner. Ja, aber er hat doch einen eigenen auch. Ja. Den habe ich für Max zum Abfahren. Ach so. Ja, für den Drescher. Wir wollen ein paar Sachen abgeben wieder, die wir geliehen hatten. Den Ladewagen, das testweise Schneidwerk, unser Schneidwerk wollen wir verkaufen und das Güllefass wollen wir zurückgeben. Achso, das kann noch jemand machen. Ja. Und das Schneidwerk ist, glaube ich, auch noch zum Zurückgeben. Ich glaube, das macht ihr schon. Ja, ich bin aber auf dem Weg zum Händler. Ich habe Schneidwerk jetzt zurückgegeben. Zurückgegeben? Jo. Ja, die anderen zwei kannst du auch zurückgeben. Habe ich jetzt schon einmal, zweimal. Ja, und das Schneidwerk neu kaufen, ne? Das ist schon da. Ist schon da. Sehr gut, sehr gut. Hab ich gerade nicht aufgepasst. Ballentechnik. Ja, eine Bahn hin, eine Bahn zurück und schon fast 50%. So, es ist sehr, ich habe Gefühl, der Kontostand hat sich nicht verändert. Zwar keine Ahnung, wie wir vorher hatten, aber. Ja, wir haben eben noch den Seedmaker gekauft vor der Aufnahme. Gregor, wo fährst du hin? Fahr zum Mähdrescher. Ja, du brauchst doch nicht zum Mähdrescher fahren, du fahr doch einfach zu Feld 10. Mir doch egal. Nee, weil ich fahr mit dem Mähdrescher gerade zu Feld 10. Aber die Case ist aber, sie ist, schaut irgendwie kleiner aus als sie ist, die ist trotzdem riesig. Ach ja, wir wollen unsere Presse auch verkaufen. Weil die PS auch schon weg. Ist schon weg, weil die PS technisch doch etwas zu heftig für unsere Fahrzeuge ist. Was wir festgestellt haben. Wow, auf der Case-Presse ist ein New Holland-Zeichen drauf, ey. Nee. Das ist ein New Holland-Korn drauf, ey. Boah. Ja, warum nicht, ne? Der Modder, der hat ja Ahnung. Ja. Eindeutig. Bester Mann. Definitiv. Definitiv. So, Krieger fährt jetzt irgendwo rum, ich habe keine Ahnung. Die Karotten, die machen wir alle bei den Schweine rein. War richtig, oder? Ja. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe da auch ein bisschen Kartoffeln vorhin noch weggemacht und die Schweine gefüttert damit. Das heißt, vorne ist jetzt nicht mehr ganz so viel die Kartoffeln zu sehen. Paul Krieger ist da ganz da hinten am anderen Ende. Aber ja. Ihr müsst, wenn ihr die da reinkippt, wer auch immer das von euch macht, aufpassen, weil das werden nicht wenige, dass das auch alles damit reinpasst, ne? Ja, wenn es voll ist, verkauf an den Rest. Ja. Nein, lagern wir ein. Ach so, hau wieder ins Multiflut oder was? Ja, wir müssen, glaube ich, eh alles einladen. Ja, die Autos bleiben ja auch gar nicht stehen so. Die rammen dich halt wirklich weg oft. Das ist wie in Real Life. Die halten für Traktoren auch nicht an. Also, ich Paul. Ich verstehe dieses Game nicht. Du hast bestimmt keine Angst vor deinem Führerschein jetzt. Vor allem, weil du Traktorführerschein machst. Kommt immer auf den Traktor drauf an, ne? Also wenn dir ein 1050er Fendt entgegenkommt, ist das schon eine andere Sache, als wenn dir ein Valtra Gesi entgegenkommt. Ja. Das ist doch leer, ist doch leer. Oh, ich bin ein bisschen weit rechts. So wie mir scheint. Oh, ich bin ja eh leer. Oh, wir haben die 56 geändert, aber ewig gebraucht, bis wir der Kackdrescher leer war. Willst du vielleicht mal aus rumfahren, Lucky? Nee, ich fahr jetzt hier einfach mal mittig durch.
Ach so, okay. Das ist ja wieder was ganz anderes. Leider steht der schwarze Anhänger hier so ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Das ist eine Krampe. Ja. Ja, ich wollte hier einmal an der Kante hinter den Schweinen runterfahren. War mein Plan. Ich habe gerade GPS eingestellt. Was passt sogar eingestellungsmäßig. Bist du Dreschenkrieger, sag ich. Mir ist es egal, ich würde auch dreschen. Ja, das sieht doch gut aus. Eigentlich will ich dreschen. Nicht dreschen. Ja, 93 dreschen. Ist auch nicht gerade klein. Warte. Dann komm in deinen Drescher rein. Ah, ja, ich bin noch Blödsinn am im Grunde. Aber gut. Spritzen. Vielleicht einmal tauschen. Kann nicht anhängen. Wenn du mal V drückst, damit es runtergeht. Nicht weg. Ja. Mhm. So, Stroblage anschalten. Brauchen wir schon wieder Strohballen oder was? Ich kann auch den Ladebar. Wollt ihr Strohballen oder? Es ist wurscht, der Stroh steht schon, Strohballen steht schon da. Die Strohballen können wir ja verkaufen. Ja. Wie die Presse steht halt schon da. Okay, dann fahre ich meinen mal zurück. Steht ja, stand ja ein Traktor auch dabei, oder? Ja. Der größte. Kann nur meiner sein. Der Fendt? Oh, ja. Oh. Oh, ich hab schon. Oh, Alter, ich glaube, ich komme nicht bis einmal rum. Was erntet ihr da? Gerste? Gerste. Hm. Für Saatgut wahrscheinlich. Brauchst jetzt nicht herfahren. Wenn ihr noch viel habt, die Schweine könnten auch Gerste vertragen, ne? Ja, dafür machen wir es ja auch. Weil der Kollege sagt, für Saatgut. Ja, Saatgut, da brauchen wir einen Bruchteil von. Ja, ich habe ja nochmal Saatgut gekauft. Ja, Max, willst du nicht tatsächlich schon anfangen mit Abladen? Du weißt ja, wie lange der braucht, bis er leer ist. Ja, warte, ich fahre. Ich brauche trotzdem ein bisschen Kurve fahren hier. Ja, können wir bei 25% voll schon anfangen abladen. Ja, wenn man voll ist, ist es mal leer. Hat keinen Sinn ergeben, aber. Kann auch keinen Sinn ergeben, es kann nur Sinn. Ah, nee. Ah, oh, Paul, oh! Der war jetzt los, Paul. Ich komme recht schlecht den Berg hier hoch. Aber ich weiß nicht, was da war, weil jetzt geht es nämlich wieder mit 7 km/h. Ja, da war gerade irgendwas anderes. Alter, das ist so kacke, dass man immer auf die anderen Feldstücken hier rauf scheißen kann. Wo ist er denn? Ach, Paul fährt mich ab. Da. Was dachtest du denn? Ja, ihr seid Krieger jetzt, fährt mich ab. Ihr seid jetzt mit 3 Leuten da am Machen? Ja. Nö. Und ich bin hier ganz alleine. Sag Bescheid, wenn du irgendwas voll hast. Steht oben links. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, ey, nee. Nein, ich sehe ja nicht, wenn du die Anhänger voll hast, so. Ja, ja. Ja, ja, immer diese Ausrede. Au! Ich weiß auch nicht, also. Zum Werwolf mutiert. Mutiert. Corona ist zum Werwolf mutiert, ah ja. Ey, jetzt fahr doch nicht so nah auf! Ich weiß auch nicht, wer sich dieses Schneidwerk ausgesucht hat. Was macht denn hier da? Ja, jetzt gebt mal Gas. Alter, wir haben doch nicht mal. Wir haben doch nicht mal. Ist da immer noch 10% drin? 12 sogar. Ja, dann mach mal leer, dann kann ich warten, weil da kann ich jetzt gleich eh nicht mehr mitfahren. Wo habt ihr den Sammelwagen eigentlich hingestellt? Der steht am Hof. An welchem? Ja, an welchem wohl? Alter, nervt dieser Baum hier. Paul, was machst denn du jetzt? Ja, ich kann hab ja ich mir jetzt gedacht. Machen. Ja, ich auch nicht. Bei dir geht's aber schneller wieder weiter. True. Nein, Paul, ich hab schon wieder 4%. Du blockierst mich, Krieger. Wie ich blockiere dich? Ich bin auf dem Feld. Ich einmal will ich kurz ein und aus. Ich glaube, da ist gerade. Da ist gerade so eine Figur vom Hof hergerannt. Ja, ich konnte einfach nicht durch dich durchfahren. Nee. Ja. Ist schon doof, wenn man keine Menschen umfahren kann. Max, da ist ein Zaun. Ja, ich weiß, aber irgendwann hast du ganz nah rangesät. Ja, anscheinend geht's ja.
Ja, sehe ich auch so. Wer hat da angesehen auf Feld 10? Ich habe Max alles sogar. gemacht. Selber schuld. Warte mal, nee, ich Möchte habe mich mit gleich Max einer geschrieben, abtanken auf was dem sagt. Rückweg? Ja, ich bin schon immer Nö. am Gucken. Weil ich drehe jetzt sofort. Jetzt gleich 70%. Das würde gerade gut passen. Neue Presse läuft. Wie ging sie den Berg hoch? Schneller als dein Drescher. Mit Wow. 11. Und so mit 25 theoretisch. Die Strohballen verkaufen aber, oder? Ja. Nee, die stapeln wir. Ja, deine Aber Stapelkünste. Deine Stapelkünste habe ich gesehen, ey. das sind jetzt die ohne schöne Textur. Ach ja, es sind jetzt ja andere. Ich hier nicht durch, also, ne? Alles so eng hier. Ja, ich hab's auch schon gemerkt, dass man an den Ästen immer hängen bleibt. In Realität würden die Ästen einfach umknicken, wenn man damit so ein Fahrzeug langfährt. Aber Ja, in hier, Realität kriegst du auch ein paar Kratzer rein. ja, Also, das ist ja ein nicht schlimm. paar. Ja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Bisschen Schrott ist immer. Nee. Aber hier ist einfach der Baum stärker wie ein Riesenroper. Also, die Traktoren sind ja noch nicht mal eine Woche. Muss ein Oder bisschen nie. auflassen. Okay. Okay, du hast Ich habe 14 auch nicht Stunden auf deinem aufgepasst. Traktor. Das ist ja in Real Life gar nichts so. Ja. Junge, wir schauen mal auf meinen Traktor. Mein Traktor ist schon den ganzen Tag gelaufen. Ja. Ich halte Hey oben gerade an, ne? Paul. Glaube, der andere tankt schneller ab. Fahr doch durch. Mach ich doch. Darfst du weiterfahren? Ja, danke schön. Ich muss ja, wie du so eine Max oder wie der heißt. Wer ist das So denn? eine Oder wie der da F-Dasher. heißt. Mal erstmal hier vorgewendet. Lucky macht es schwieriger nachher nur mal mit GPS fahren. Ja, ich habe falsch angefangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe es erst später gesehen, dass man die langen Strecken am meisten Sinn ergeben würde. Was? Ist ja komplett. Also, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, irgendwer hat da sein Johnny hingestellt. Ich habe den nicht gefahren. Finger für alles. Heiter ist dann nicht für seinen Krieg. Ah, warte, die Ja, Presse ist ich. unten, da presse ich direkt weiter. Ah, der liegt hier mitten im Feld. Hast du schon Karotten weggebracht oder waren die Anhänger noch nicht beide voll? Nee, ne? Nee, ich habe einmal bei den Schweinen reingekippt jetzt. Achso, ist auch gut. Oder Müssen die aber voll sein jetzt, oder? nicht bei den Schweinen in die Lagerding. Ach so, da, ja, ich dachte. Das ist das gleiche wie Kartoffeln, also die sind schon voll. Okay. Ja, genau. Ich hatte mit Kartoffeln auch vorhin aufgefüllt schon. Vor der Aufnahme ein Ach bisschen so. Tiere versorgt mit Wasser, Stroh und so weiter, weil ich die Nacht ja vorgespult habe. Was sagt denn mein Zeitengeber? Ist gleich soweit, ne? Gefühlt. Ja, gleich soweit noch. Noch 1:15. Was auf jeden Fall gut war, dass wir die Karotten direkt neben dem Schweinehof angesehen haben. Habe ich doch gewusst, dass das gut ist. Ich bleib mal stehen, Max. Warum denn jetzt genau? Weil Lucky sonst ja auch wieder voll ist. Ich habe immer noch 86%. Oh, ich habe doch erst Ja, dann schalten wir 42. mal ab. Ich habe noch 86. Boah, ich gehe zu Lucky. Wo ist denn die Bei ihm. Scheune? Keine Ahnung. Da Welche ganz Scheune? unten. Ja, gib mal Gas. Na, denn viel Spaß, hau renne. Jo, der Ballen, der sieht ein bisschen buggy aus bei mir. Welcher Ballen? Der eine Ballen, der liegt so quer drauf. Noch nicht mal mit der Autoload liegen die gut. Mit Autoload. Autoload ist was anderes, das ist Ja. Autostack. Ja, egal. Autoload. Autoload. Autoload macht man nur auf der NF Marsch. Oder Nee, da Lucky? braucht man das doch nicht, Mann, Max. Ja, und auf den anderen großen Maps, ne?
Zum Beispiel Hot Online. No Man's Land gibt es doch noch, die ist relativ groß, ne? Kenne ich nicht. Ja, und so amerikanisch angehauchte, ne? Aber ja, ich wollte gerade sagen, die spielt ja kaum einer in Europa. Oh, ich finde, die haben eine Scheißtextur. Die Ballen? Die Karotten. Die Karotten? Hey, die sind halt ein bisschen hell, ne? Aber eigentlich passen sie. Ja, aber ganz ehrlich, wir verfüttern sie nur, das ist doch scheißegal, wie sie aussehen. Und wie groß es sind, ist auch scheißegal. Ja, die sind ja nicht die für, sind den, groß. Für den Verzehr geeignet. Die sind klein. Die sind groß. Die sind klein. Die sind sowas von groß. Ist mein Drescher schon leer? Nö. Wer von euch möchte denn die letzten vier Folgen gleich hier Karotten ernten? Hatte der sich nicht schon gemeldet? Wenn der das nicht machen will? Ich weiß nicht. Ich dachte schon, dass er das machen will. Alles klar. 76, 77, 78. Oh, Alter, dieser Drescher, ey. Können wir jetzt hier eigentlich gleich tauschen hier? Jo. Von mir aus. Hätte ich auch gesagt. Die Folge ist jetzt eh vorbei. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Morgen um 15 Uhr geht's weiter auf der Oberbayern. Schaut's gerne wieder rein. Gerne liken, kommentieren, teilen. Und wenn ihr noch mehr Bilder und Informationen haben wollt, Discord und Instagram in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut da rein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.